Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben letztes Mal den kalten Zahn erledigt. Yay! Ich bin auch sehr froh. Ich bin gerade zurück zum Lager gereist, habe mich ausgerüstet und auch uns wieder neue Tränke gegeben. Jetzt ist natürlich so, dass unsere Fokuskräfte gar nicht aufgeladen sind, weil wir die alle verbraucht haben. Also es war schon ein kniffliger Kampf. Also definitiv mehr als die letzten beiden anderen, also Sandheuler und der Hivanal. Der kalte Prinz. Jetzt wollte ich mir doch gerade mal diesen Punkt hier einverleiben. Für, genau, hier unten. Ich würde es jetzt einfach mal machen. Ups. Sog des Abgrunds und ihn auch ersetzen. Also anwenden. Und das mal als Schleierschlag ersetzen. Jo, würde ich mal machen. Auf jeden Fall mal probieren. Wie sieht denn das Ding aus? Okay. Ja, das hat schon Stil, definitiv. Cool. Ich habe ja jetzt auch drüben die letzten Scherben aufgedeckt. Sagen wir es mal so. Ich habe jetzt gerade schon gesehen, hier vorne ist eine. Können wir uns da glatt mal holen, dachte ich mir. So, dass wir die letzten Scherben in ganz Dragon Age Inquisition gemeinsam aufsammeln. Ja, also. Die meisten. Müssen wir einfach mal gucken. Die meisten sind auch drüben, ne? Also es ist, ist ganz gut. So, hier haben wir noch Etherite. Nehme ich auch mit. Und die Scherbe. 7 von 13. Juppie. Jetzt müssen wir noch rüberlatschen einmal. Ich weiß nicht, ob wir schon in der Folge jetzt noch den anderen Drachen angehen. Das kann ich euch nicht sagen. Müssten wir ja eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir jetzt noch 30 Minuten drüben verbringen könnten. Haha. Wir können ihn uns ja mal anschauen. Mal wieder. Das war ganz gut. So, und auch mal speichern. Was zur Hölle? Wo soll die denn sein? Eventuell muss ich hier rumlaufen. Okay, ich markiere mir erstmal die, die drüben sind. Wo soll denn das sein? Hallo, Scherbe. Ich habe echt keine Ahnung. Hoffentlich kriegen wir die noch so. Die verstecken sich meistens immer, also auch sehr gerne auf irgendwelchen felsigen Vorsprüngen, wo du dann erstmal 30 Minuten hochkraxeln musst, um überhaupt an die Scherbe zu kommen. Das hatte ich auch schon. Das ist dann nicht mehr so angenehm. Moin. Hi. Wie sieht's aus? Sonnenbecken. Weißt du, hier ist die Kälte so hoch, beziehungsweise niedrig. Wieso nennen die das Ding hier Sonnenbecken? Das bleibt mir mal wieder ein Geheimnis. Kommt immer die Armusigen mit hier. So, erste Scherbe irgendwo rechts zwischen den Felsspalten. Und da unten ist auch eine. Mal gucken, an die zuerst dran. Schau mal, hoch mit dir. Jo, da liegt sie. Achso, wir müssen auch noch einen Riss schließen, ne? Wenn wir den Riss schließen, haben wir gute Möglichkeiten, unsere Fokuskräfte hochzukriegen. Das wäre doch eine Idee, ne? Und da ist auch noch eine Scherbe. Hier. Nimm's. Scherbe, nimm sie mit. Oh, 9 von 13. Na. Was, wer summt? Wer summt denn? Hallo, wer summt denn hier bitte? Ich glaube, die ist oben. Habt ihr euch das gemerkt, wo die war? Ich habe keine Ahnung. Gerade noch aufgedeckt. Beziehungsweise in der letzten Folge. Vielleicht ist sie ja oben. So, der Herr Hivanal. Sie sind ja schon bereits dem Jordan übergetreten. Auf zur letzten Scherbe und dann machen wir noch den Riss. Ui. Das wird was. Ach, die ist hier wirklich auf diesen Felsspalten drauf. Zack. Ihr habt mir auch von einer Quest übrigens berichtet, die eine Hidden Quest ist. Jedenfalls habt ihr mir das über Facebook geschrieben. Ich muss nochmal nachschauen. Ich habe jetzt gerade deinen Namen nicht im Kopf. Ich habe ewig gesucht. Also mir wurde da von einem Typen berichtet in der Himmelsfeste.
mit so, warte mal kurz, ich muss mal husten. So, schon besser. Du hast mir geschrieben von so einem Typen in der Himmelsfeste, der ein rotes Shirt hat und so eine türkise Hose, den muss man irgendwie ansprechen. Ich habe ihn nicht gefunden. Also ich habe irgendwie 20 Minuten nach dem Typen gesucht. Es gibt übrigens noch andere versteckte Quests in Dragon Age Inquisition. Da muss man zum Beispiel in den Smaragdgräbern auch so auf so einem Stein 50 Mal rumspringen. Also so eine Sachen haben sie hier auch verbaut. Okay, wollen wir die mitnehmen? Ja, ne? Gut, komm mal her. Pam, 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 pam. Komm mal so rum. Aua. Oh, der war heftig. Kerle, der war heftig. Hier, wir probieren... Super. Wieso bin ich denn Cassie? Ich nehme doch immer den Platz eines... des Zweiten an. Deswegen packe ich Dorian doch immer auf die 2. So, jetzt probieren wir mal die 7 hier. Und? Werdet ihr angesaugt? Oh, ja. Geht so. Ne, geht so. Pauz. Komm, jetzt geht drauf. Die sind krass, ne? 23 haben die Stufe. Hauptsache, es reicht noch für den Riss hier. Für den Tränken. Oh, und da hinten. Was machen die denn da mit seinem Kumpel hier? Hier, ich saug die nochmal ein. Das bringt irgendwie wenig, ne? Oh, das sah hart aus. Das war hart. Der lebt ja auch noch. Können wir den vielleicht mal weg haben hier? Hi. Cassie ist tot bei ihren ganzen Blockfähigkeiten, ja. Wahnsinn. Und nochmal. Ja, die sind ja auch eher so auf Eis, glaube ich. Ja, der müsste tot sein. Und jetzt auch der Typ. Komm, geh drauf jetzt. Dorian, was hältst du davon, vielleicht Cassie wiederzubeleben oder sowas? Oder kannst du noch nicht? Hier noch einmal Eis und dann sollte der auch kapeiser sein. Sehr gut. Ja, belebst halt wieder, ist auch okay. Also. Was ist los? Nichts. Ich genieße einfach nur die Ruhe. Wow. Oh Gott. Das war meine passive Kraft so übrigens. Oh Mann, erschreckt mich doch heute nicht so. Was ist denn hier los? Okay, da ist der Riss. Und wir haben noch eine Scherbe hier hinten. Im Turm selbst? Kann man da rein? Ich glaub's ja nicht. Achso, Ort kennzeichnen. Ja, nehmen wir mit. Sichere den dritten Turm. Boah. Unten eine am Fluss ist hier. Wollen wir die beiden jetzt mal mitnehmen? Ja, ne? Dem wird wahrscheinlich die auf dem Festland, auf dem anderen, die letzte Scherbe sein. Ja, das habe ich verpennt. Ich hätte euch ja gleich mal mitnehmen können, ne? Wow. So, komm her, schönes Stück. Und damit bist du Nummer 10. Ne, 11 schon. Fernandaris und Nummer 12. Dann gehen wir auf jeden Fall danach, wir gehen danach auf jeden Fall dann zur Oase. Das sollten wir alles noch dieses Wochenende schaffen. Doch, das schaffen wir. Und dann ab ins DLC-Gebiet. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt müssen wir noch den Riss da oben schließen. Na los, hopp, hopp. Der Tag ist cool jetzt. Komme ich da überhaupt hoch? Oder muss ich hier wieder irgendwie... Ich gehe mal lieber den... Hörst du auf zu röcheln? Die Drachen machen einen irre. Ich weiß nicht. Also der letzte Drache, der wird schwer. Ziemlich schwer. Also nimmt es mir nicht übel, wenn ich den nicht schaffe. Also... Oh Mann. Sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Hallo, ich hatte euch doch hier alle weggenatzt. Aber Stufe 19, das schaffen wir. So, auch mal hier so eine 7. Och, der wird richtig geschoben, ne? Wie genial. Und Steinfaust. Reicht leider nicht. Am besten Eis. Sehr gut.
Dorian hat ihn gleich übernommen. Finde ich ja gut. Er ist doch nicht tot. Der baut sogar auf unserer Seite Panzerung auf, ne? Wie stark. Und jetzt stirbt er. Hinterlässt du was? Nö. Uah. Wie sie einem doch so echt als letztes Mal, so zum letzten Mal ins Ohr röcheln, ne? Hey, was macht ihr denn hier? Ich halte die Augen offen. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt schon alles hier. Ach, weil ich die Orte gekennzeichnet habe, sind jetzt hier meine Inquisitionstruppen. Ich verstehe. Okay, auf jeden Fall speichern. Jetzt müssen wir den Riss machen. Das ist auch der letzte Riss, ne? Hier in Dragon Age Inquisition. Der letzte Riss. Ja, aber klar. Komm, hier nochmal. Ja, yeah, ein drauf. Und mal hier sammeln, bitte. Das wäre super. Ja, perfekt einfach. Doch, das ist perfekt. So kann man die voll auf Mieten lenken oder in irgendwas anderes. Oder diesen Flächenzauber benutzen. Autsch. Ist gut, aber hier. Ich habe gerade keine Übersicht. Hier nochmal so eine Mine rein. Wird schon helfen. Okay. Erste Welle haben wir geschafft. Ich bräuchte eigentlich eine Mine. Ups, wollte ich doch gar nicht. Hier, sammeln. Hallo. Aua. Dorian, komm, mach ihn mal weg hier. Ach Quatsch, nicht die 6. Oh, gleich noch. Bam, hab ich doch gewusst. Und einmal Strom und nochmal. Yes. Jetzt könnte ich wieder so eine 7 gebrauchen. Da ist sie. Hier hin. Ja, sehr gut. Das passt schon. Ups, auch nicht diese Kraft. Diese. Gott, das wäre es ja jetzt noch. Kurz vorm. Ups, kurz vorm Drachen den Fokus aufzugebrauchen. Ist perfekt einfach. Wo ist denn hier noch was? Da. Dorian, komm, mach mit. Oh, mir ist Dragon Age abgestürzt. Schon wieder. Okay, bis gleich. Jo, und da bin ich wieder. Aber wir müssen jetzt leider nochmal das Schleierfeuer machen. Ey, Quatsch. Ach, den Riss meine ich doch. Der letzte Riss macht es uns nicht einfach. Will einfach nicht sterben. Oh, kann, sag mal, kann man hier die... Ich brauch mal kurz Mana. Alter. Kann man die auch sammeln? Ich zieh die mal an. Mit der neuen Kraft hier. Sag mal, ihr wart beim ersten Mal aber nicht da. Kann mich nicht erinnern. Pauz, hier kriegst du sowas. Und du hier hinten, das da. Und weiter auf den. Komm, der müsste jetzt draufgehen. Sehr gut. Ach, Strom wirkt immer nicht so. Ah, Schemen. Hau den Schemen weg. Und am besten noch den. Komm, geh drauf. Sehr gut. Ja, alle anderen sind egal. Hauptsache die Schemen sind weg. Genau, mach mit. Nee, ich bleib mal in meiner Mine lieber. Kann ich jetzt schon... Nee. Ich will was angreifen. Gib mir was. Yay. Und mal wieder alle sammeln hier. Ja, doch, das klappt ganz gut. Jetzt bräuchte ich hier so eine 3, genau. Das ist alle auf einem Haufen. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. I like it. Was? Wen habe ich denn jetzt? Ach, dich da. Cassie, dir geht's nicht so gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Du kannst auch nochmal brennen. Danke. Pauz. Das sollte es gewesen sein für dich. Oder auch nicht. Nicht das. Komm ich da rein? Bisschen. Shepard, greif weiter an. Sehr gut. Und noch ein bisschen Feuer hier. Nein, hör auf mit der blöden Barriere.
uncool. Hab ich den erwischt? Wo schieße ich denn hin übrigens? Du bist... Na komm, dann nehme ich erstmal dich hier. Ich kann gerade nichts zaubern. Hey, ich brauche Magie. Komme ich da ran? Ja, komme ich. Komm jetzt runter mit der Barriere hier. Das kann nicht wahr sein. Boah, die sind auch hartnäckig hier, ne? Und noch mehr. Shepard. Das funktioniert immer super. Diese Eingabe, I love it. Weißt du, geh jetzt mal ran hier ans Geschehen. Pauz, weg. Sehr gut. Okay, mein KI-Shepard ist ein bisschen blöder. Lass dich gleich treffen. Was haben wir hier? Was ist das? Yeah. Wir nehmen alles mit. Pam, Schildschlag. Wie, diese Klingen sind auch gut. Ich glaube, das aktiviert sich immer danach. Sehr gut. Tot. Was ist eigentlich, wenn einer von uns das hier mal macht? Lalala. Geht das überhaupt? Nur der Herold kann mit dem Rissen im Nichts interagieren. Na gut, Shepard, hau mal rein. Sieht cool aus. Das war der letzte Riss, meine Lieben. Oder nicht? Hallo, das war der letzte Riss. Risse in den Quellen, Queste abgeschlossen. Das waren die letzten, oder es war wirklich der letzte Riss überhaupt. Stark. Und jetzt müssen wir noch, ja, diesen Turm da einnehmen. Wir können es mal probieren. Dass wir halt rankommen, ohne den Drachen da irgendwie zu pullen, zu triggern. Oh, wir haben fliegendes Loot. Reine Geistessenz. Ja, ich glaube, ich habe die anderen schon wieder verwurstet für die Runen. Haben wir noch was? Ja. Oh, Silberit mitnehmen. Davon habe ich nicht so viel. Das ist halt das Zeug... Wow. Das ist das Zeug, was die Klassenbeschränkung aufhebt. Das ist ganz gut. Das ist ein Schwert. Ein Piraten-Entermesser. Das sah viel epischer aus. Na gut. Oh, nee, doch nicht. Das ist kein Silberit. Es hört sich noch so an, als würden hier mehrere Drachen schreien, aber wir wissen, es ist nur noch einer. Nur noch einer, mein Lieber. Jo, wo was? Oh, Silberit. Wird mitgenommen. Dankeschön. Tja, die letzte Plattform ist aber an sich so halb zerstört. Ich weiß gar nicht, wo der Drache da sein soll. Haha. Och nee, nicht schon wieder ihr. Wisst ihr das? Zwei Stück von euch. Natürlich. Glückwunsch. Ja, noch mehr Kälte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, den kriegen wir. Oh, ich erschreck mich immer so sehr vor dieser Kraft, wenn die das aktivieren. Au! Junge! Ah! Ich muss hier mal durch. Danke. So geht's natürlich auch. Ey, was? Nee. Und hier, Steinfaust. Nein, Shepard, du hast ihn nicht. Machst du das nochmal, mein Junge? Aua. Ich komme hier nicht vorbei. Ich hänge an dem Geist. Ja, super. Super, einfach super. Hier, friss. Geh drauf. Geh drauf, Digga, geh drauf. Hier. Für die blöde Panzerung habe ich echt noch keine Lösung gefunden. Falls ich mit Shepard. Ich bräuchte mal Eis. Danke. Und weg bist du. Und da lebt auch noch was. Schaffe ich das mit der Steinfaust? Oh ja. Oh ja. Na gut. Einmal Eis für dich und dann auf den hier. Du
durch die Wand gedrückt hier. Komm. Stirb jetzt. Sehr gut. Erstmal kennzeichnen wir den Ort hier. Oh. Was haben wir damit? Na gut, sicheres Geleit ist damit abgeschlossen. Diese Insel haben wir sozusagen für uns jetzt markiert. Oder was ich immer, nur Inquisitionstruppen, wenn jetzt hier Stellung beziehen, auf jeden Fall. Oh, ups. Das üben wir nochmal. Aber hier kann man keine Treppen nach oben gehen. Es ist einfach nicht möglich, ne? Man muss immer springen. Was, hier gibt's gar nichts. Hallo? Wieso bin ich hier nach oben gegangen? Schade. So, haben die denn was fallen lassen? Ja, der schon. Da gibt es immer schöne Essenzen. Irgendwas Lyrium-Technik. Hm, natürlich. Gib mir was für die Helisma. Ich brauche es ja jetzt noch. Cool, das heißt, wir haben jetzt nur noch den Drachen Sonnenbecken. Was ist das denn? Aha, ist das noch so eine Burg, so eine Feste, die man... Nee, man kann hier nur reisen. Verstehe. Was verkrümmelst du dich da in der Ecke? Cool. Wie sie alle auch treffen hier. Meine kleinen Geschosse. Ja, komm ran. Ja, bam. Sehr gut. Und du kannst mal hier gleich eingesogen werden. Dahin oder so. Ja, ja. Alle dahin, bitte. Sehr gut. Und Feuer drauf. Die Kraft ist super, Freunde. Super. Okay, der ist auch tot. Dann haben wir hier sozusagen nur noch einen Reisepunkt. Ja, nehmen wir mit auf. Ah, das passt zeitlich ganz gut. Dann schaffen wir es jetzt vielleicht noch. Also der Drache wird dann hier wahrscheinlich in diesem Nebenturm sein. Irgendwie hier. Ich weiß es halt aber noch nicht so genau. Den müssen wir uns dann für die nächste Folge aufsparen. Wir reisen mal kurz hier hin und holen die letzte Scherbe. Da müssen wir allerdings ein bisschen laufen noch. Vielleicht können ja auch ein bisschen überziehen. Immerhin machen wir jetzt eigentlich so Krams, was ihr ja schon mehr oder weniger kennt. Ne? Also die Risse und Scherben. Aber es ist das Letzte, was wir hier brauchen. Wir müssen durch... Ah nee, wie war das? Man musste hier so durch, durch Valeskas Wacht und kam hier irgendwo raus. Ach ja, hier lang. Genau, ich erinnere mich. Der letzten Scherbe hinterher. Ich weiß echt, warte mal, hier ist... Das ist Valeskas Wacht. Genau, und wir müssen hier so irgendwie rum. Guck mal, hier habe ich das gar nicht aufgedeckt, kann das sein? Nö, irgendwie nicht. Komm, dann gehen wir das mal ab hier. Ich meine, ist da vorne ja was. Wieso habe ich euch dann vergessen? Kann mir das mal jemand erzählen? Na, das war doof. Mal wieder das mit der 7 probieren. So alle hier zum Beispiel hin. Ja, wir öffnen richtig so einen kleinen Schleier, ne? Das ist schon irgendwie cool. Oh ja. Du kriegst eine Steinfaust, bevor du hier bist, mein Lieber. Das sag ich dir. Autsch. Ja. Was meinst du, warum ich den Weg so verengt habe, mein Lieber? Autsch. Hier, flieg mal eine Runde. Und jetzt sammelt ihr euch dahinter. Ja, weg von mir auf jeden Fall. Das macht auch Schaden, ne, das Zeug. Er gehört zu euch, oder? Zu mir? Wie ein Schoßhund? Was? Wie ein riesiger Monsterhamster mit einem Gottkomplex? Dorian, warum passt du nicht auf deinen kleinen Racker auf? Korypheus hat schon wieder auf den Teppich gekackt. In dieser Analogie ist der Teppich... Oh mein. Hey, ist er ein Magister aus Tevinter oder nicht? Aus dem Quell allen Übels in der Welt? Für euch sind wir alle gleich, was? Den Eindruck habe ich gelegentlich. Korypheus gehört zu dir. Sag mal, Blackwall. Das ist ja auch mal eine Unterstellung. Ach so, das hier habe ich dann noch freigemacht. Na gut. Ja, gehört ja auch irgendwie dazu.
Oh, was ist das? Nichts. Gut, jetzt holen wir uns halt die letzte Scherbe. Oh Mann, Freunde. Drakons Aufstieg. Die letzte Scherbe. Und dann können wir die Oase besuchen. Oh ja, sehr gut. Also ihr habt mir jedenfalls alle geschrieben, ich soll die Oase vorher mitmachen, bevor ich ins DLC-Gebiet gehe. Dann mache ich das natürlich auch. Und wir sind dann quasi auch durch mit dem Hauptteil. Ne? Also wir haben nichts mehr zu tun, außer dann hier das tatsächliche Finale und halt das DLC. Fein. Quest abgeschaut. Ja, Scherben in Embry. Sehr gut. Das heißt, nächstes Mal Drache, wir probieren ihn und wenn wir scheitern, gucken wir mal wegen der Oase. Aber das sollte irgendwie haut das schon hin. Also ich hoffe es doch sehr. Jetzt schnappe ich mir noch das Silberit hier und krabbel das mal hier vom Fels. Fein, fein. So ihr Lieben, ich reise dann mal zu diesem Lager zurück und verlasse euch jetzt sozusagen. Wir sehen uns ja, um 15 Uhr. Das müsste die Sonntagsfolge hier sein. Wenn ich falsch liege, macht ja nichts. Okay, Freunde, ich speichere und sage bis dann. Tschüss mit Ö.